CERN ist das größte Teilchenphysiklabor der Welt. Eine Kleinstadt für sich, gelegen entlang der schweiz-französischen Grenze in der Nähe von Genf. Aber der größte Teil liegt unsichtbar, etwa 100 Meter unter der Erde. 34 Kilometer Tunnel und Höhlen so groß wie Kathedralen. Hier stehen die Experimente der Physiker. Wissenschaftler aus der ganzen Welt arbeiten hier zusammen, um die Geheimnisse des Universums zu erforschen. Sterne und Planeten, Meere, Luft und Menschen. Alle Materie besteht aus Atomen. Die Atome wiederum bestehen aus Elektronen und einem Kern, der Kern aus Protonen und Neutronen. Und in diesen finden wir die Quarks. Im Large Hadron Collider, CERNs neuestem Beschleuniger, lassen die Forscher Teilchen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit zusammenstoßen. Damit können sie die Quarks und andere Teilchen untersuchen. Teilchen, die es nur kurz nach der Geburt des Universums gab. Bruchteile einer Sekunde nach dem Urknall, als alle Energie zu Materie wurde. In den Beschleunigern am CERN können wir diese Bedingungen kurz nach dem Urknall wiederherstellen und so Licht in die Fragen des Universums bringen. Warum haben Teilchen eine Masse? Was ist die dunkle Materie? Warum blieb vom Urknall nur Materie, aber keine Antimaterie übrig? Denn erst deswegen konnten wir überhaupt entstehen. Und was genau war das für Materie, kurz nach dem Urknall? Hier riesige Messgeräte, wie Teilchendetektoren, werden die Kollisionen im LHC untersuchen, um Antworten auf diese fundamentalen Fragen zu finden. Mit diesen Experimenten und der theoretischen Forschung werden wir die Naturgesetze unserer Welt besser verstehen und einige der größten Geheimnisse unseres Universums lüften. Im Laufe ihrer Forschung haben die CERN-Wissenschaftler viele Entdeckungen gemacht, die sich auf unser tägliches Leben auswirken. Die Technik der Teilchendetektoren zum Beispiel steckt heute auch in Sicherheitsscannern und medizinischen Geräten. Und das World Wide Web wurde am CERN erfunden. 1990 entwickelte der britische Wissenschaftler Tim Berners-Lee dieses Informationssystem für Teilchenphysiker. Aber schnell wurde es zum Massenmedium und ist heute unsere wichtigste Informationsquelle. Das WWW hat unsere Kommunikation revolutioniert. Um die gewaltigen Datenmengen der neuesten Experimente zu verarbeiten, bauen Physiker und Experten aus der Industrie jetzt ein weiteres Computernetzwerk auf, das GRID. In diesem GRID können tausende Forschungsinstitute und Universitäten ihre Datenspeicher und Rechner gemeinsam nutzen. Das Internet wird zu einem globalen Supercomputer mit genügend Kapazitäten für die Wissenschaft von morgen.